Ja, jetzt hatte ich mich schon kurz vorgestellt, vielleicht einfach so als paar Schlagworte. Ich will wirklich bloß eigentlich einen kurzen Impulsvortrag geben und dann mit Ihnen mit euch ins Gespräch kommen. Die Hauptfrage, die sich für uns stellt momentan, ist Open Data oder Open Information. Wie können Umweltinformationen zielgruppengerecht bereitgestellt werden? Sollen die daran hängenden Daten allen zur Verfügung gestellt werden? Und wenn ja, warum und im besten Fall wie? Und wie können rechtliche, organisationsstrukturelle und technische Herausforderungen bewältigt werden? Wie ich schon gesagt habe, ich arbeite am LFI, am Landeskompetenzzentrum für Forst Eberswalde. Gehört mit zum Landesforstbetrieb Brandenburg. Und das ist die forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt des Landesbetriebes Forst Brandenburg. Und die ist für die angewandte Forschung und das Monitoring des Waldes in Brandenburg zuständig und ist eine Abteilung des Landesbetriebs Forst Brandenburg und damit sowohl der Budgetplanung des Betriebes, was manchmal vorteilhaft ist, sowie den Regularien der dem MLOK nachgeordneten Behörden untergeordnet. Das heißt, wir hängen im Landesdatennetz, wir hängen in allen Regularien der Brandenburger Verwaltung und Behörden und Sie können sich sicherlich vorstellen, das macht es nicht so ganz einfach, reguläre OGC-Schnittstellen bereitzustellen. Wir, das sind Dr. Rainer Henschel, wissenschaftlicher Leiter Fachverfahren Forstliche Umweltkontrolle, der leider heute verhindert ist. Das tut ihm sehr leid. Und ich, wissenschaftlicher Leiter für Waldinventur und Fernerkundung. Wir wollen vor allen Dingen wissenschaftlich arbeiten, Daten über den Wald sammeln, an Ursache-Wirkungsbeziehungen forschen und die Ergebnisse veröffentlichen und diskutieren. Wie ich schon gesagt habe, ist das hier angehängt in der Behörde und die bisherigen Veröffentlichungen waren noch genauso. Also auf der linken Seite einfach nur als Beispiel eins von vielen, der Waldzustandsbericht, von der Waldzustandserhebung. Da gibt es einmal im Jahr eine Presseerklärung und dann gibt es eine Broschüre. Das Digitalste daran ist, dass man die auch als PDF herunterladen kann. Auf der rechten Seite eine Inventur, die bei mir liegt, die Inventur über die jungen Bäume im Wald. Die sollen eine Aussage geben, was für Bäume stehen dort, welche Höhe haben die, wie entwickeln die sich, wie stark werden die vom Schalenwild verbissen und sollen eigentlich den anderen Behörden und Waldbesitzern Auskunft darüber geben, wo sie politisch oder forstwirtschaftlich nachsteuern sollen. Und die Information darüber ist bis jetzt auch komplett auf der Forststruktur und nicht auf der Waldbesitzerstruktur. Also der allermeiste Wald in Deutschland gehört letztlich Waldbesitzern. Und der weiß nicht, in welchem Forstamt und in welchem Revier sein Wald ist. Aber die Veröffentlichung, die ist jahresweise, forstamtsweise und revierweise. Das heißt, der Waldbesitzer muss ganz schön viel wissen, um dann irgendwie am Ende zu einer Karte zu kommen, die er unter Umständen so auch nicht verstehen kann. Was passiert gegenwärtig? Also das ist ein Zustand, der gefällt uns nicht, der passt uns nicht, da wollen wir weg. Gegenwärtig läuft die Novellierung oder ist gelaufen die Novellierung der Inventur für Jungszustands- und Wildeinflussmonitoring. Auch hinsichtlich der Datenstruktur und der Datenbank und der Datenhaltung und der Schnittstellen muss man sich auch überlegen, die Aufnahmen machen Unternehmer und die Unternehmer brauchen irgendwie die Daten, um dann im Wald Daten aufnehmen zu können. Und so normal kann man sich das nicht vorstellen, aber wenn die Daten auf dem Server im Landesdatennetz hängen, ist es unglaublich schwierig, die dann irgendwie Unternehmern zur Verfügung zu stellen. Also das Beste, was geht, ist per E-Mail verschicken. Wir sind dabei, also die Datenerfassung, Übertragung und Verarbeitung für die forstliche Umweltkontrolle zu modernisieren. Und wir sind dabei, um die Schwierigkeiten, die ich gerade genannt habe, zu umgehen, außerhalb des Landesdatennetzes eine Datenhaltung zu schaffen mit den notwendigen Schnittstellen, um mindestens mit den Unternehmern einen Datenaustausch gewährleisten zu können. Was wollen wir zukünftig machen? Zukünftig wollen wir den Datenfluss verbessern und die automatisierte Datenauswertung und Informationsgewinnung verbessern. Wir wollen zielgruppengerechte Informationsbereitstellung gewährleisten im Internet, über Informationsdashboards. Wir wollen Schnittstellen schaffen für diese Informationen. Und die Frage, die sich für uns stellt hinsichtlich der zeitlichen Priorisierung, ist die Bereitstellung von Schnittstellen für die Daten.
Und da stecken wir so ein bisschen im Projektdreieck, ne? Also so Aufwand und Möglichkeiten, was ist eigentlich da? Also wir haben wenige Mitarbeiter und vor allen Dingen wenige junge und fähige Mitarbeiter, die halt die IT-Geschichten gut nachvollziehen können, aber wir haben wahnsinnig viel Arbeit. Die Regierung hatte ursprünglich geplant, dass der Betrieb nur 1150 Stellen haben darf. Jetzt gab es gerade eine Forstreform. Da ist jetzt vorgesehen, dass dann doch 1329 Mitarbeiter im gesamten Betrieb da sind. Es wird aber ein Bedarf von mindestens 1500 Stellen gesehen. Als Behörde, habe ich schon genannt, sind wir gebunden an IT-Standards und den IT-Dienstleister des Landes, was es gerade auch in Kombination mit den zur Verfügung stehenden Mitarbeitern nicht ganz schwierig, nicht ganz einfach macht. Und wir müssen zwangsläufig priorisieren und die Leitungsebene macht das dann halt im Regelfall nach dem gesetzlichen Auftrag. Und da wird relativ genau geguckt, wie ist denn der gesetzliche Auftrag und die Grundsatzfrage eines jeden Beamten, bin ich zuständig und bin ich wirklich zuständig, die kommt dort ziemlich schnell. Und wenn es dann darum geht, wer zuständig ist für Inspire, dann sind die Hände ganz schnell oben und alle sagen, dass sie nicht zuständig sind. Was ist unsere Intention? Auch in Priorisierung, wir wollen richtige und relevante Daten zum Wald erfassen, wir wollen die Ursache-Wirkungsbeziehungen erforschen und wir wollen Informationen bereitstellen für die Politik und die Gesellschaft, für die Forstwirtschaft, für die Wissenschaft. Und wirklich als allerletzter Punkt, wir wollen die Daten bereitstellen, weil da steckt einfach wirklich am meisten Arbeit drin. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Daten geredet und über Informationen. Ich finde das wahnsinnig wichtig, das zu trennen und ich finde das wahnsinnig wichtig, das zu trennen, gerade in der im politischen Diskurs und gerade in dem, was man als Forderung aufstellt. Also ich bin begeisterter Open-Source-Fan, Mitglied im FOSGIS. Ich war 2018 hier und war total begeistert davon, wie hier über Open Data und über Umweltdatenbefreiung gesprochen wurde und war hier bei einem Workshop, wo gerade die Daten des Umweltkatasters, vor allen Dingen des Baumkatasters Berlin befreit wurden, wo es darum ging, was macht man daraus? Der war in sich nicht ganz schlüssig und einigermaßen korrupt und dann ging es bei diesem Workshop so ein bisschen darum, was kann man daraus machen. Und da bin ich total begeistert von, ne? Aber jetzt stehe ich auf der anderen Seite und schaffe ganz viel Daten und gebe wahnsinnig viel Geld aus, also Steuergeld, um Daten zu erzeugen, um daraus Informationen zu gewinnen, um selbstwissenschaftlich damit zu arbeiten und stehe jetzt vor der Problematik, dass mein eigener Anspruch nicht mit dem Arbeitspensum der noch da ist, in Einklang zu bringen ist. Und ich halt merke, dass die Daten, die wir erheben, unglaublich komplex sind und dass das zur Verfügung stellen der Daten eigentlich nicht der richtige Schritt ist, sondern wir uns eigentlich vordergründig über die richtige Bereitstellung von Informationen unterhalten sollten. Um das mal auseinanderzubringen, kennt hoffentlich jeder Wissenspyramide nach Fuchs-Gitowski, also Klaus Fuchs-Gitowski. Da finde ich das sehr anschaulich dargestellt, den Unterschied zwischen der Weg zum Wissen und letztlich zur Aktion, der halt extrem wichtig ist. Vorhin in dem Vortrag, ich hatte mir die Folien angeschaut, da war auch wieder so ein Beispiel mit einem Eisberg, das ist quasi umgedreht. Da wird immer gesagt, das Wissen kommt ganz unten unter der Meeresoberfläche und ganz oben sieht man immer nur ganz wenig von den Daten. Je nach Betrachtungsweise ist das richtig, aber wenn man sich mit der Datenaufbereitung beschäftigt, steht man da und erfasst letztlich vor Ort Zeichen. Ne? Also ich habe ganz links mal so ein bisschen versucht darzustellen, wie wir das machen beim Verjüngungsmonitoring. Also Zeichen wären die Erfassung des Verbisses einer Pflanze als 0 oder 1. Die steckt natürlich in einem Datenmodell, also mit Syntax und Semantik und durch Aggregationen, Bindungen und Interpolationen wird daraus am Schluss Wissen, also eine Information, die man bereitstellen kann. Zum Beispiel das Wissen, dass Wildverbiss zu hoch ist für den Waldumbau, ist es momentan in Brandenburg. Und das ist für mich halt wirklich ein Anliegen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information am Ende. Also bei den vorherigen Inventuren kam raus, dass auf 37% der Waldfläche in Brandenburg der Schalenwildverbiss so hoch ist, dass wir
nicht in der Lage sind, Waldumbau aus Naturverjüngung zu betreiben, sondern zäunen müssen oder die Jagd intensivieren müssen. Und das kostet natürlich unglaublich viel. Also wir müssen dort irgendwie politisch und wirtschaftlich handeln und müssen irgendwas tun. Und diese Informationen, die ist unglaublich schwierig rüberzubringen. Und die Daten, die dahinter stehen, um zu dieser Information zu kommen, sind noch schwieriger. Um mal so ein bisschen, über die Datenfülle darzustellen, ich habe das mal recht auf die Schnelle und im Überblick hier dargestellt. Die ganzen kleinen Punkte auf der Karte sind die Punkte der Bundeswaldinventur, für die ich auch verantwortlich bin in Brandenburg. Da haben wir 11.400 Punkte im Wald. Dann gibt es da eben noch das Stichprobennetz, das sind die Rundenklingel der Waldzustandserhebung, Level 1, und dann gibt es noch die Level 2 Flächen, das sind die dreieckigen Flächen, die in jedem Wuchsgebiet und in jedem Wald einmal stehen, wo ganz detailliert noch chemische Daten und Temperatur und physikalische Daten mit erhoben werden. Also Daten, die wir im Wald erheben, basieren im Regelfall auf Stichprobeninventuren. Also wir haben mindestens Ort, Zeit und Wert. Im Regelfall sind das sogar Klumpenstichproben. Das heißt, ich habe mehrere Orte mit Werten, die zu einer Zeit kommen. Sie beinhalten eine Vielzahl von Objektklassen und Attributen, sind also extrem komplex an sich und sie sind dem Variantenreichtum Wald ausgesetzt und sind eigentlich nur als Zeitreihe sinnvoll auszuwerten. In aller Schnelle und in Kürze skizziere ich das jetzt mal hier an der Waldzustandserhebung. Also auf ganz links die Karte, das sind drei Punkte der Waldzustandserhebung. An jedem Punkt der Waldzustandserhebung gibt es vier Satelliten, wo jeweils eine Vielzahl von Bäumen beurteilt werden. Und ich habe hier mal einen ganz kurzen Datenauszug von 2 Jahren mit rausgenommen. Das ist nur ein Datenauszug, eine Tabelle davon. Da ist jetzt hier der Baum Nummer 12 an Punkt Nummer 2 mit der Baumart 117. Das sollte eine Stieleiche sein. Die hatte 2021 einen Nadelblattverlast von 25% und 2022 von 35%. Und daneben wird noch der BHD, also der Brusthöhendurchmesser erhoben und die Fruktifikation und der Blüheffekt und Totholz. Und wenn Schäden aufkommen, gibt es nochmal eine extra Tabelle, die ist da unten nochmal, da werden nochmal die einzelnen Schäden, die am Baum da sind. Schäden sind in dem Fall ein Kronenabbruch oder Insektenfraß, der stärker ist. Das sind die Daten. Wie werden die bis jetzt als Information veröffentlicht? So ziemlich so. Und das, was wir gerade angesehen haben, war eine Stieleiche und die werden halt eben aggregiert fürs gesamte Land. Also man will Daten fürs gesamte Land abgreifen. Und dann kommt halt eben sowas raus wie beim letzten Bericht zur Waldzustandserhebung, dass die Eiche in Brandenburg sich geringfügig verbessert hat, aber mit 42% deutlichen Schäden immer noch die am stärksten geschädigte Baumartengruppe in Deutschland, in Brandenburg ist. Und es ist natürlich relativ viel Text. Es ist ein Diagramm, was schon sehr vereinfacht die Informationen darstellt, aber immer noch recht komplex ist. Und das sind halt die Informationen zum Wald, die als Grundlage dienen sollen, um dann darüber zu diskutieren. Das Datenmodell zum Verjüngungsmonitoring, links nur so als Skizze, dass Sie sehen können, wie komplex es ist. Also wir haben alle 800 Meter einen Punkt, also wir haben ca. 50.000 Punkte in Brandenburg. An jedem Punkt werden 50 Pflanzen erfasst mit Baumart, Höhenstufe, Durchmesser, Schutz, Triebverlust, also sehr vielen Attributen. Die Weiserpflanzen, die Bestandesbeschreibung, aktuelle Störung, das sind alles Einzeldaten, die an jedem Punkt da sind und das wird dann am Ende auch aggregiert und eine Aussage fürs Land getroffen. Deshalb die Sache, die ich gerne diskutieren möchte, Open Data oder Open Information und wenn ja, wie? Wir selbst wollen richtig informieren. Die Politik verlangt immer noch einen Bericht in PDF-Form und eine Pressekonferenz, ganz klassisch. Wir wollen die Informationen bereitstellen und Schnittstellen dazu, aber das bedingt allein schon einen ganz hohen Aufwand. Die Daten sind extrem komplex und erklärungsbedürftig. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen sind komplex. Also bei dem Beispiel vorhin, das ist ein Baum, ne? Dass dieser eine Baum jetzt Nadelblattverlust hat.
kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Letztlich wird erst dadurch, dass wir wirklich eine signifikante Menge an Bäumen haben, denen es halt ähnlich geht, in der Zusammenführung liefert eine Aussage darüber, wie es den Wald in Deutschland, in Brandenburg geht. Ja, und uns fehlen, was das betrifft und auch gegenüber unserem Arbeitgeber respektive Dienstherren, fehlen halt wirklich vernünftige Beispiele und Vorbilder. Wie kriegt man hochkomplexe Daten, wie kriegt man Informationen vernünftig an den Mann, die Frau, die Stakeholder. Die Corona-Pandemie hat da glücklicherweise ein paar gute Beispiele hervorgebracht. Ich bringe immer das Corona-Dashboard der Zeit in jeder Dienstberatung ran. Hat jeder schon mal gesehen. Allerdings sind die Daten dort jetzt auch nicht so komplex, ne? Also Impfstatus, Krankheit, Tod und dann je nach Region ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel. Genau. Das wäre mein Impulsvortrag und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Hier links im Bild zu sehen, eine optische Datenaufbereitung des Verbisses, der letzten Inventur zum Verbiss in Brandenburg, wo wir uns mal getraut haben, ein paar moderne kartografische Formen mitzunehmen, die man auch 3D machen kann. Waren alle unglaublich begeistert bei den Dienstberatungen und bei der Vorstellung vom Ministerium. Ist immer noch nicht online, weil ist ja mit JavaScript und React und das kann man nicht ins Landesdatennetz auf die Webseite bringen. Das ist total schwierig. Also ist auch keiner zuständig. Rechts eine Dauerdurchmesser-Messstelle auf einer dieser Level-2-Flächen. Also da hängt an einem Baum immer so ein Gerät und das wird regelmäßig abgelesen, wirklich auf den Millimeter genau, also auf den Zehntel Millimeter genau, was da im Baum passiert. Nur so als Skizze, was an Daten noch so da ist und was wir an Informationen gern veröffentlichen wollen. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit euch und hoffe, dass ihr alle sagt, die Daten müssen veröffentlicht werden. Und mir dann auch sagt, wie. Okay, sonst versuchen wir es ohne. Geht's jetzt? Oh, wow, Entschuldigung. Vielen Dank erstmal, sehr spannend. Gibt es bereits Anregungen? Irgendwer besitzt hier eine perfekte Lösung auf diese kleine technikalischen Herausforderungen in Brandenburg? Oder einfach nur Anregungen, wie das laufen könnte? Warte, ich komme kurz zu dir. Danke. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Du hast es so dargestellt, als könntet ihr entweder Daten oder Informationen aufbereiten, also als würdet ihr euch für irgendwas von beiden entscheiden müssen. Ist das so oder könnt ihr auch beides im Prinzip aufbereiten? Nein, jetzt bin ich wieder aus, ne? Nein, aufbereiten tun wir sowieso. Sammeln wir die Daten sowieso, wir bereiten auch Informationen auf. Aber eben momentan so, wie die Stakeholder, das ist momentan vor allen Dingen die Politik das will und so, wie sich das klassisch eingefahren hat. Das sind halt momentan halt eben Informationen in PDF-Form, in Berichtsform, in Kartenform, die uns so nicht gefällt. Und was man auch noch dazu sagen muss, also ich wollte ja eigentlich gerne noch viel mehr Daten mitbringen und auch eine Schnittstelle mitbringen zu Daten und gerne noch hier einen Hackathon machen, weil von all den Daten und also den Daten, die wir sammeln und den möglichen Informationen, die daraus gewinnen kann, verarbeiten wir am Schluss nur relativ wenig. Ja, also bei diesem Verjüngungsmonitoring, es sind unglaubliche Datenmengen da und das, was wir aber am Ende als Information veröffentlichen an die Stakeholder, ist Verbissprozent und Schädelprozent zu einem Jahr. Das ist schrecklich wenig für das, was man eigentlich damit machen könnte. Das können wir aber aufgrund des Arbeitsaufwandes nur machen, wenn wir die entsprechende Technik dahinter hängen und da sind wir gerade dabei. Und dann sind es aber immer noch Informationen, nicht Daten, die wir veröffentlichen. Und mir geht es darum, will die Community, wollt ihr wirklich, dass die einzelnen Daten,
also jeder einzelne Baum und jeder einzelne Wert am Baum veröffentlicht wird und wenn ja, wie? Oder geht ihr damit, dass man zuvorderst die Informationen vernünftig aufbereiten sollte und die Informationen vernünftig bereitstellen sollte, interoperabel? Hier. Ich habe auch noch mal eine Frage. Also was genau wird jetzt ausgewertet? Weil du hast jetzt nur gezeigt, weil so hat sich das zum Vorjahr verändert. Also da muss man ja schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Oder sonst kriegen wir Daten. Nein, wir haben ja ganz viele Datenerhebungen. Ne? Also ich habe jetzt nur die Zustandserhebung als ein Beispiel mit reingebracht. Das andere ist die Bundeswaldinventur, da werden pro Stichprobenpunkt über 170 Merkmale erfasst und letztlich auch ausgewertet. Wenn ihr mal auf die Webseite bwi.info geht, dann seht ihr dort all die Informationen, die vom Thünen-Institut respektive vom BMIL dazu bereitgestellt werden. Allein das ist schon wahnsinnig viel, da kann man sich wirklich eine Woche mit beschäftigen, mit den Informationen, die dort veröffentlicht werden. Beim Waldzustandsbericht, ich hatte jetzt hier auch nur einen kleinen Auszug gemacht. Ne? Also beim Waldzustandsbericht, der hat nicht umsonst, ich weiß gar nicht, wie viele hat, ein bisschen über 60 Seiten, der rauskommt. Und das ist nur ein Teil der Informationen, die man eigentlich herauskitzeln könnte. Dann haben wir beim Verjüngungsmonitoring, wir haben die Baumarten, Höhenstufen, wir haben die Veränderungsmeldungen zwischen den Jahren, wir haben Weiserpflanzen. Ich wollte eigentlich noch einen Datensatz mitbringen, den ich wahnsinnig spannend finde, weil auch dort noch wahnsinnig viel Potenzial drin schlummert. Mein Chef kümmert sich wahnsinnig intensiv um Biomarker, also kleinste chemische Veränderungen im Blatt und versucht auch immer rauszufinden, ob man diese kleinsten chemischen Veränderungen auch mit Fernerkundungs-, also multispektral zum Beispiel, mit Fernerkundungsmethoden detektieren kann am Baum. Und das sind halt wirklich Unmengen an Daten. Ne? Also dann hat man halt irgendwie von dem einen Baum gibt es 170 Blätter und an den 170 Blättern dann irgendwie 220 Biomarker, die untersucht werden. Und wie unterscheiden die sich bei Trockenheit, bei Temperatur, bei unterschiedlichen Druckverhältnissen? Also es gibt dort wahnsinnig viel Daten, es werden auch wahnsinnig viel Informationen veröffentlicht, allerdings momentan eben auf einer sehr klassischen Art und Weise. Wir wollen das gerne novellieren und so fehlt da auch so ein bisschen der Druck und das Interesse der Gesellschaft, um das gegenüber der Leitungsebene entsprechend auch umzusetzen und durchzusetzen. Also so wie ich jetzt mit euch hier rede, rede ich halt auch in jeder Dienstberatung, dass wir das unbedingt machen müssen. Und dann kommt halt ganz schnell irgendwie die Frage nach der Zuständigkeit und nach dem Aufwand und den Kosten und nach der Zuständigkeit und ach, na, vielleicht machen wir das dann später mal. Also es werden halt auch gerne ganz viele Schwierigkeiten gesehen. Wir wollen aber gerne dann noch mehr und da vor allen Dingen auch die richtigen Informationen. Wirklich sinnvoll ist. Ne? Also ist es wirklich sinnvoll, gerade bei diesen hochkomplexen Datenstrukturen mit relativ vielen End-to-End-Beziehungen eine ZIP-Datei hinzustellen, wo ich aber eigentlich eine Datenbank brauche? Weil mir gehen halt in vielen CSV-Dateien am Ende halt die Beziehungen verloren. Dann sind die alle kodiert, ich muss die also alle irgendwie erklären. Also das ist das, was ich gemeint habe, die Daten sind erklärungsbedürftig. Wenn ich jetzt einfach nur die Daten irgendwo hinstelle, wird sich sicherlich keiner dafür interessieren. Und für mich ist ja die erste Geschichte eigentlich die, also wir reden jetzt hier von wirklich relevanten Umweltdaten. Also ein Drittel der Fläche Deutschlands ist von Wald bedeckt. Und die Informationen, wie es dem Wald geht,
die sollte doch an die Gesellschaft kommen. Und zwar auf eine vernünftige Art und Weise. Und ich glaube, also das ist so mein Ansatz, wo ich gerne mit euch diskutieren wollte. Ne? Also bevor wir jetzt darüber diskutieren, ob sinnvoll ist, eine ZIP-Datei irgendwo hinzustellen, sollten wir vielleicht mal darüber diskutieren, ob es vielleicht sinnvoll ist, ein Informationsdashboard aufzubauen, wo ich variabel alle Informationen bekomme, die herauslesbar sind. Dazu brauche ich aber auch die entsprechende Manpower, und die entsprechende Technik und die technische Umsetzung, die das halt irgendwie macht. Die Begründung gegenüber allen anderen Stellen, dass das jetzt gerade wichtig ist. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist. Nur so wie Sie es gerade schon erklärt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Bedenken kommen und viele Fragen erstmal und alle wollen am liebsten einen absolut sicheren Plan haben vorher. Aber wenn man jetzt so einen allerersten Schritt geht und sagt, guck mal, da waren jetzt ein paar technisch versierte Waldbesitzer, die haben angefangen, sich da reinzufuseln und stellen schon erste Fragen. Deswegen wäre es super sinnvoll, wenn wir jetzt als nächstes eine Lesehilfe bauen und alles in der Ist klar, also gehe ich hier mit. Also wir müssen Schritt für Schritt rangehen und das so umsetzen, wie es möglich ist. Wir haben aber eben diese Grundproblematik, dass auch diese Schritt für Schritt Geschichte mit erstmal nur den Daten einen unglaublichen Aufwand darstellt, wo ich die Mühe, also das ist gerade so mein aktueller Stand, die Mühe würde ich momentan lieber in die Datenaufbereitung zur Informationsbereitstellung stecken. Die vielleicht unbequeme Wahrheiten zutage fördern könnten, was ja auch ein Gewinn wäre aus gesellschaftlicher Sicht. Gleichzeitig ist der Aufwand gering, weil es eben nur die Rohdaten betrifft. Und diese Erklärung, du sagst gerade, die Daten haben eine gewisse Komplexität und müssen erklärt werden, da spricht da nichts dagegen, diese Erklärung mitzuliefern. Das ist von der Datenstruktur ist das halt nicht nur ähnlich wie dieser Baumdatensatz, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dort waren Punktkoordinaten und vier Attribute dran. Wir haben hier mehrere Punktkoordinaten, die miteinander zu tun haben und mehrere hundert Attribute mit daran wiederum ganz vielen verschiedenen Werten. Das ist also nicht damit getan, einfach eine CSV-Datei irgendwo hinzustellen. Man muss das irgendwie erklären. Und vielleicht sollte man auch noch berücksichtigen, es gibt einige Stakeholder innerhalb des Bereiches, die ähnliche Wege vorgeben zu gehen und Informationen respektive Wissen bereitstellen und vermeintliche Wahrheiten bereitstellen, die gern genommen werden, die aber inhaltlich nicht ganz richtig sind, jedenfalls sehr oft, und den politischen Diskurs ganz krass in eine Richtung verschieben, die für jeden Einzelnen von uns am Ende viel, viel mehr Arbeit macht. Oh. Entschuldigung, wenn ich darf, würde ich auch einmal gerne, ich komme aus dem Meeresschutzbereich und da haben wir uns auch dieses Thema gewidmet, weil es dann eben darum geht, wie kann man diese kumulative Impacts vom Meere gerade erstmal erfassen, dann irgendwie zusammenstellen, dann die Bevölkerung bereitstellen, um dann politischen Momentum zu schaffen für Naturschutz bei Offshore-Windausbau, Öl-, Gasausbau, Nutzung aller Arten. Da gibt es einmal EMUDnet, das ist eine Datenbank von der EU. Falls Sie es nicht kennen, ist es auch ein spannendes Projekt, was Sie machen, nicht ohne Herausforderungen, datenschutztechnisch, aber auch in Schweden werden gerade, nur als Anregung, spannende Projekte gerade gemacht, die noch weitergehen und diese komplexe Daten ganz gut zusammen erfasst haben aus Meeres. Also vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten,
vom Prozess zu lernen. Spannender Hinweis, vielen Dank. Ich glaube, das passt auch sehr gut. Ne? Also gab es dort irgendeinen Druck aus der Community, aus der Politik, aus der Gesellschaft, die Meeresdaten respektive die Meeresinformationen zu veröffentlichen? Oder war das eine komplett intrinsische Geschichte, die auch einfach so durchlief? Jetzt bei der Emotnet meint sie. Das ist eine hochkomplizierte Frage, können wir gerne diskutieren. Soweit ich weiß, müssen halt die Offshore-Windfirmen diese Daten sammeln. Keiner ist verpflichtet, diese Daten irgendwo einzuspeisen. Keiner ist verpflichtet, irgendwie diese Daten zu bearbeiten. Aber Emotnet hat sich die Aufgabe jetzt gegeben, also genommen. Und jetzt zeigt sich, dass alle, also 6 von 28, 27 EU-Staaten jetzt diese Daten bedienen für ihre Meerespläne. Also am Ende zeigt es auch, wie viele Stakeholder am Ende diese Daten nutzen für ihre Planung. Also die Relevanz ist da, die Förderung ist eine andere Geschichte. Die Zeit ist leider um, aber ich lasse jetzt eine letzte Frage zu und vielleicht sind Sie auch danach bereit, andere Anregungen anzunehmen außerhalb dieses Raumes. Bitte sehr. Ja, danke schön. Ich halte das für eine extrem wichtige Diskussion. Ich denke, was ich betonen wollen würde, ist, dass die Frage immer ist, wer ist das Publikum? Und die Frage, ob man das leisten kann, die Leute zu erreichen mit dem, was man sich eigentlich wünscht und wo man Abstriche machen muss. Ich glaube zum Beispiel, dass es durchaus ein guter Zwischenschritt sein kann, sich an wissenschaftliches Publikum zu richten und die Daten so aufzubereiten, dass man eben diesen Leuten gerecht wird. Denn ich glaube, es ist ein eigener Forschungszweig, ein eigener Aufgabenbereich, Informationen, die wissenschaftlich aus der Wissenschaft kommen, so aufzubereiten, dass sie dann letztlich für Leute verständlich sind, die diesen Hintergrund nicht haben. Wenn wir WaldbesitzerInnen erreichen wollen, dann braucht es diesen nicht unerheblichen Zwischenschritt von der wissenschaftlichen Information zu, können normale Menschen das verstehen? Und das ist einfach ein riesiger Block, der sich vielleicht nochmal getrennt betrachten muss von, wie veröffentlichen wir die Daten, zu wie können wir sie aufbereiten, dass normalsterbliche Menschen das auch verstehen. Und genau, ich glaube, da müsste man den Schwerpunkt dann setzen und die Frage der Finanzierung. Vielleicht als Abschlusswort dazu, finde ich wahnsinnig wichtig, extrem gut, vielen Dank. Und da steckt so ein bisschen die Problematik drin, warum ich jetzt auch hierher so komme und mit euch so darüber diskutieren will, ne? Weil wissenschaftlich findet da relativ viel statt, ne? Also innerhalb der forstwissenschaftlichen Community gibt's da wahnsinnig viel, aber die sind halt eine Blase, für die sich ansonsten keiner interessiert. Also diese Waldzustandserhebung, die ich vorgestellt habe, die ist geschaffen worden nach dem Waldsterben. Und das Waldsterben damals in den 80er Jahren war so ziemlich das letzte Mal, wo sich die Gesellschaft und die Politik für Wald und Walddaten und Waldwissenschaften interessiert hat. Und das ist jetzt einfach verdammt lange her. Und in der Zwischenzeit ist in der Wissenschaft wahnsinnig viel passiert. Informationen sind da, Erkenntnisse sind da und es geht eigentlich eher um einen Transformationsschritt und wie kann man das machen. Und deshalb eben auch meine Provokation hier, sollten wir uns als Open Data Community und Naturschutz Community wirklich so intensiv um die Datenbefreiung kümmern oder sollten wir uns vielleicht eher um die Informationen, also die Transformationen von der Information zum Wissens und zum Handeln bemühen und da halt irgendwie mehr Schnittstellen und mehr Akzeptanz schaffen.